Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Channel. In diesem Video möchte ich euch einmal unsere drei neuen Bait Powder, The Milkman, Reef and Beef und Fermented Cereals zeigen. Ich möchte euch einmal erklären, welche Inhaltsstoffe in welchem Bait Powder vorhanden sind und wie man diese anwendet. Wie ihr sehen könnt aktuell, ich sitze hier im Eingang meines Biwis, die Route neben mir angelehnt. Ich bin heute Morgen früh am Gewässer angekommen und konnte innerhalb von 2 Stunden die Fische auf den Platz bekommen. Habe sehr schnell hintereinander einen kleinen Spiegler und einen etwas besseren Spiegler fangen können. Und jetzt gerade eben folgte darauf noch ein schöner Schuppi. Aber jetzt ist es Zeit für mich einzupacken. Denn die Beißzeit liegt hier an diesem Gewässer in den frühen Morgenstunden. Und ich habe noch ein Gewässer vor mir, wo die Fische eher nachmittags bzw. in den frühen Abendstunden beißen. Und für dieses Gewässer muss ich jetzt noch Futter vorbereiten. Und das mache ich natürlich, da ich instant unterwegs bin, mit unseren Bait Powdern. Ich werde gleich also eine schöne Ladung vorbereiten. Einmal mit dem Reef and Beef und mit dem Fermented Cereals. Erstmal werde ich mich jetzt aber umziehen. Ich bin pitchnass. Dann werde ich meine Sachen einpacken, mich hinten auf die Bank setzen, da das Futter vorbereiten und da nehme ich euch dann auch mal mit. The Milkman, Reef and Beef und Fermented Cereals. Diese drei Namen haben in den letzten Wochen für eine ganze Menge Gesprächsstoff gesorgt, basierend auf unseren Social Media Postings, wo wir ja bereits Karikaturen und Namen verraten haben, aber halt noch keine Hintergründe zu den daraus resultierenden Produkten. Das sorgte natürlich für eine Menge Spekulation. Jetzt inzwischen wissen es die meisten, es sind drei ganz neue Bait Powder aus dem Hause Successful Baits. Warum Bait Powder? Das ist ganz einfach. Wir haben festgestellt, dass sowohl bei uns im Team als auch in der Kundschaft in der Vergangenheit für eine, ich sag jetzt mal, attraktive Ummantelung Stickmixe oder Boilymixe genutzt werden. Wir haben gesagt, hey, wir können das viel besser und wir haben auch von Anfang an einen hohen Anspruch an so einen Bait Powder gehabt. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, jetzt ist das Endprodukt so, dass es marktreif ist, dass wir es verkaufen können und ich sag mal, aus dem Team und bei uns aus der Belegschaft, auch die Kunden, die es schon mal probieren durften, sind zu Recht absolut begeistert. Der Nachteil bei Stickmixen oder Boilymixen ist einfach der, dass diese keine direkte Verbindung mit dem Köder eingehen, sondern im Grunde genommen nur an der Flüssigkeit, welche ja häufig verwendet wird, haften bleiben. Hat aber einfach den Nachteil, wenn man das Ganze dann ins Wasser wirft, beispielsweise an einem tiefen Spot, 8 Meter Tiefe, das verpufft schon auf dem Weg nach unten, das löst sich sehr schnell, unten am Grund kommt relativ wenig davon an und auch was unten ankommt, ist innerhalb kürzester Zeit im Grunde genommen wieder verschwunden. Wir haben gesagt, wir möchten etwas anderes haben. Wir möchten etwas haben, was zusammen mit einer Flüssigkeit reagiert, eine Verbindung mit dem Köder eingeht und eine, ich sag mal, teigähnliche Ummantelung, also ähnlich wie bei unseren Coated Hookbaits, bildet und über einen längeren Zeitraum die enthaltenen Attraktoren auf dem Spot ans Wasser abgibt. Genauso wollten wir jetzt keine sortenbezogenen Bait Powder haben,
sondern wir wollten im Grunde genommen drei verschiedene Richtungen angehen. Nämlich einmal in Richtung fischig, einmal in Richtung Kohlenhydrat und einmal in die Richtung Milchprotein. Sodass man im Grunde genommen selber auswählen kann, was zu dem jeweiligen Köder am besten passt. Oder halt auch nicht passt, man aber einfach dieses in Kombination haben möchte. Daraus entstanden sind die drei Sorten The Milkman, Reef and Beef und Fermented Cereals. Und auf diese drei Sorten will ich mal etwas näher eingehen. The Milkman sagt es ja schon aus, der Milchmann kommt. Und den Namen haben wir uns nicht ohne Grund ausgesucht, denn dieses Powder ist gefüllt mit verschiedenen Milchproteinen. Wir haben einmal als Basis ein Milchpulver genommen, was sehr schön optisch unter Wasser Wolken bildet und haben dieses noch zusätzlich verfeinert mit Lactalbumin, Casein und mit einem hydrolysierten Whey-Protein. Da werden viele Sportler jetzt sagen, hey, Whey-Protein, das kenne ich. Der Vorteil bei dem hydrolysierten Whey-Protein ist einfach der, dass es zum Teil aufgespalten ist und aus den langen Aminosäureketten im Grunde genommen kurze Ketten und teilweise einzelne Moleküle bildet. Der Vorteil ist hier einfach, dass es hochwasserlöslich ist und durch die Aufspaltung für die Fische wiederum viel besser wahrnehmbar. Dem machen wir uns natürlich zunutze, haben dementsprechend dieses hydrolysierte Whey-Protein in unserem The Milkman verarbeitet und die bisherigen Tests und auch die Fänge der Teamangler sind einfach überragend und zeigen wieder einmal, dass auch alles auf Basis von Milchproteinen wirklich sehr, sehr gut geeignet ist, um die Fische gezielt anzusprechen. Reef and Beef sagt es im Grunde genommen schon aus. Hier haben wir uns die besten Attraktoren aus dem Wasser und vom Land gesucht und haben diese in einem Powder vereint. Die Basis bilden hier zwei verschiedene Fischmehle und diesen haben wir noch ein vorverdautes Fischmehl hinzugefügt, was ein sehr gutes Aminosäureprofil hat und hochwasserlöslich ist. Und die Attraktoren, die darin enthalten sind, sind einmal reines GLM-Extrakt, wir haben Krillmehl und wir haben hochwertiges Rinderleberextrakt verwendet. Also alle diese Extrakte sind hochwasserlöslich, hochattraktiv und perfekt geeignet, um sehr viel Attraktivität innerhalb kürzester Zeit auf den Spot zu bekommen. Abgerundet wurde das Ganze noch mit einer Prise Salz und mit etwas Garnelenmehl. Denn dieses Garnelenmehl hat den Vorteil, dass es aufsteigende Partikel hat. Das heißt, wir sorgen bei dem Coating, was durch das Powder entsteht, auch noch für einen sogenannten Up-and-Down-Effekt. Das heißt, die kleinen Partikel steigen in der Wassersäule nach oben, nehmen die Attraktoren mit sich, sinken irgendwann wieder ab und bilden um den Spot herum eine Wolke aus purer Attraktivität. Also das Reef and Beef ist wirklich der Ferrari bei uns unter den Baitpowdern und super gut geeignet, um eine schnelle Reaktion auf dem Spot zu bekommen. Fermented Cereals ist ein Powder für alle Kohlenhydratfans da draußen, denn dieses Powder ist komplett frei von Fischmehlen und basiert im Grunde genommen auf dem Wissen, welches wir 2015 schon erfolgreich in unserem VNX Plus umgesetzt haben. Denn die Basis besteht aus verschiedenen fermentierten Getreidemehlen. Und die Fermentation sorgt überhaupt erst dafür, dass verschiedene Stoffe für den Fisch erst wahrnehmbar werden. Also ihr kennt es wahrscheinlich von vergorenem Mais oder von vergorenem Weizen. Alles, was vergoren ist, hat einfach eine höhere Anziehungskraft auf die Fische. Und das liegt daran, dass bestimmte Stoffe durch diesen Gärprozess, durch die Fermentation überhaupt erst für den Fisch verfügbar und wahrnehmbar werden. Verfeinert haben wir diese verschiedenen Getreidemehle mit einer extra Portion Bierhefe. Bierhefe ist ebenfalls ein super Attraktor, hat ein tolles Aminosäureprofil und ist hochwasserlöslich. Zusätzlich haben wir bei allen drei Baitpowdern noch Betain hinzugefügt. Betain ist im Grunde genommen auch ein Attraktor, der aus der Futtermittelherstellung im Bereich der Karpfen nicht mehr wegzudenken ist und natürlich auch in dieses Powder hineingehört. Die Baitpowder sind in 1 Kilo Einheiten erhältlich. Also so wie sie hier jetzt neben mir stehen, das ist meine eigene private
Tüte aus der letzten Testcharge. Aber genau so werden sie im Handel verfügbar sein. Natürlich noch mit einem schicken Etikett. Und ein Kilo ist auch eine Menge, mit der man sehr lange auskommt, beziehungsweise mit der man auch mal eine größere Anzahl an Köder aufpimpen, also sprich ummanteln kann. Ist also wirklich perfekt von der Menge her. Ebenfalls sehr schön ist, dass die Bait Powder in einem wiederverschließbaren Zipbeutel kommen. Dadurch, dass es sich hier um sehr feine, hochwasserlösliche Mehle handelt, ist eine Sauerei im Grunde genommen vorprogrammiert, wenn das nicht vorhanden wäre. Hier ist es so, einmal zugedrückt, kann da im Grunde genommen nichts mehr mit passieren. Man kann diesen aber auch sehr schnell wieder öffnen. Man sieht schon, wie das Ganze hier rausfliegt. Also super gut geeignet, auch für den Transport ans Wasser. Ich muss allerdings sagen, dass ich meine Köder meistens am Vorabend zu Hause schon vorbereite. Die von gestern habe ich nun heute im Laufe des Vormittages aufgebraucht. Dementsprechend muss ich mir jetzt noch mal ein paar Köder ummanteln. Und genau das will ich euch jetzt mal zeigen, nämlich wie das Ganze funktioniert. Das Arbeiten mit dem Bait Powder ist kein Hexenwerk, aber es gibt so ein paar Dinge, die man schon beachten sollte. Was braucht man? Also man braucht natürlich die Köder, die man dementsprechend ummanteln möchte. Ich habe hier einmal eine Testcharge von einem Prototypen Kohlenhydratköder Readymade. Ich habe hier ein paar Freezer Baits, die habe ich gestern Abend aus der Truhe genommen. Sind verschiedene Fischmehlköder, auch in verschiedenen Größen. Und ich habe hier noch ein paar Halibut Pellets. Denn auch Pellets lassen sich super gut mit dem Bait Powder noch zusätzlich aufpimpen. Dann benötigt man eine Flüssigkomponente. Da kann man ganz normales Seewasser verwenden oder man greift zu unseren Liquids oder zu den Bait-Aktivatoren. Alles ist dafür sehr gut geeignet. Ich selber greife hier immer einmal zum CSL und zum Salminol. Ich fahre total ab auf diese natürlichen Liquids. Deshalb sind die beiden bei mir eigentlich immer mit am Start. Was braucht man noch? Ein Behältnis, womit man im Grunde genommen die Köder ummanteln kann. Entweder man nimmt hier einen Eimer oder man nimmt eine von den Tüten. Ich werde gleich beides mal machen. Und natürlich braucht man die verschiedenen Bait Powder bzw. das Bait Powder seiner Wahl. Als erstes nehme ich mir die gewünschte Menge von meinen Boilies. Ich fange jetzt mal mit den Fischmehlködern an. Dann, wie gesagt, diese leicht anfeuchten, dafür nutze ich dann dementsprechend das Salminol. Das schüttel ich dann jetzt einmal durch, sodass die Boilies nur leicht mit der Flüssigkeit benetzt sind. Das sieht schon sehr gut aus, also es sollte wirklich nicht zu viel Flüssigkeit im Spiel sein. Dann nehme ich das Bait Powder meiner Wahl. In dem Fall passend jetzt zu den Fischmehlködern greife ich zum Reef and Beef und mache dann dementsprechend ein ganz bisschen von dem Powder drüber. Verteile das schon mal so ein bisschen. Das sieht gut aus, das reicht von der Menge her. Und dann wird das Ganze wieder kräftig durchgeschüttelt. So, jetzt habe ich schon die erste Schicht der Ummantelung im Grunde genommen um den Köder herum. Jetzt mache ich Folgendes, ich wiederhole das Ganze noch ein, zweimal. Man kann das so jetzt schon lassen, dann hat man eine etwas kürzere Wirkungsdauer. Man kann das Ganze aber auch häufiger wiederholen. Umso dicker wird im Grunde genommen die Ummantelung und umso länger hat man auch die Attraktivität am Spot. Also ich mache das immer, ich sag mal, so mindestens dreimal, maximal 5 bis 6 Mal. Das ist dann vollkommen ausreichend. Das Gleiche kann man dementsprechend auch mit Boilies machen, welche sich in einer Tüte befinden. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, dann kann man das besser sehen. So, auch da gebe ich jetzt ein bisschen von dem CSL hinzu. Gar nicht viel. Mach da ein bisschen Luft in die Tüte. Und dann wird das Ganze einmal kräftig durchgeschüttelt. Oh.
In dem Fall greife ich jetzt beim Powder zu einer Mischung. Und zwar mische ich sehr gerne den Milkman mit dem Fermented Cereals. So habe ich einmal durch den Milkman die optische Wolke des Milchpulvers und ich habe natürlich auch die fermentierten Getreidesorten, passend im Grunde genommen zu einem Kohlenhydratköder. Also die kann man auch miteinander kombinieren, die verschiedenen Bait Powder. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich fange jetzt mal mit dem Milkman an, gebe da ein bisschen was in die Tüte. Wieder Luft rein. Und wieder ordentlich schütteln. Zu Anfang bildet sich jetzt hier in der Tüte, in der Außenhaut natürlich immer ein bisschen Ablagerung. Das ist vollkommen normal, das hat man auf dem Boden des Eimers auch. Aber umso häufiger man das Ganze schüttelt, umso mehr nimmt der Köder auch von den Resten, die jetzt, sag ich mal, in der Innenwand der Tüte hängen, auf. Das sieht schon sehr gut aus. Die erste Ummantelung ist fertig. Jetzt kommt wieder ein bisschen CSL hinzu. Diesmal nicht ganz so viel. Ich will nicht, dass die Ummantelung, die bis jetzt drauf ist, abgespült wird oder matschig wird. Und wieder schütteln. Die Ummantelung vom Milkman ist jetzt wieder etwas klebrig geworden und jetzt mache ich noch was vom Fermented Cereals obendrauf. Das Ganze wieder mit Luft befüllen und schütteln. Jetzt hat man schon eine richtig schöne Ummantelung aus einmal Milkman und Fermented Cereals. Richtig gut. Das wiederhole ich jetzt noch 3-4 Mal. Dann sind die auch fertig. Ja, und das Gleiche kann man im Grunde genommen auch mit den Pellets machen. In dem Fall nutze ich hier wieder das Salminol. Würde in dem Fall zum Reef and Beef greifen und damit auch die Pellets ummanteln. Also auch das kann man sehr gut machen, ist überhaupt gar kein Problem. Dadurch erhöht man nochmal die Attraktivität, die man auf den Spot bringt. Also ich sag mal, diese Produkte sind wirklich für eine schnelle und sehr hohe Attraktivität, also auch perfekt im Grunde genommen fürs Instant-Angeln geeignet. Ein ganz wichtiger Punkt, der noch zu berücksichtigen ist, ist die Haltbarkeit. Man darf nicht vergessen, dass man hier einmal Flüssigkeiten und unkonservierte Mehle in Verbindung miteinander bringt, was natürlich dazu führen kann, dass so etwas anfängt zu schimmeln. Also ich bevorzuge das selber so, dass ich die Sachen, ich sag mal, maximal 2 Tage vor dem eigentlichen Angeln vorbereite. In der Zeit kann nicht viel passieren. Und alles, was ich nicht aufbrauche, schmeiße ich so in die Gefriertruhe. Ist mir völlig egal, ob das Ready-Mates sind, ob das Freezer-Baits sind. Hier geht es rein nur um die Ummantelung, denn wie gesagt, Feuchtigkeit ist hier im Spiel, unkonservierte Mehle sind hier im Spiel. Das kann dazu führen, dass ein Verderb stattfindet. Es muss nicht, aber es kann. Und um dem Ganzen vorzubeugen, tue ich das Ganze einfach in die Gefriertruhe oder das Beste ist einfach beim Angeln aufbrauchen, also nur die jeweilige Menge vorbereiten, die ich auch wirklich fürs Angeln benötige. Ich habe jetzt bei den Kohlenhydratködern nochmal 3 weitere Durchgänge gemacht und jetzt hat sich hier eine richtig schöne, dicke Ummantelung gebildet. Im Grunde genommen, ich sag mal, identisch zu der Ummantelung, die auch unsere Coated Hookbaits haben. Natürlich nicht mit den Eigenschaften, die unsere Coated Hookbaits besitzen.
Denn da haben wir in der Flüssigkomponente auch fressstimulierende Substanzen wie beispielsweise DMPT verwendet, welches allerdings nur in Hakenködern eingesetzt werden darf. Also das hat halt nichts im normalen Futter zu suchen. Also wer sich fragt, warum machen jetzt die Coated Hookbaits überhaupt noch Sinn? Die machen definitiv als Hakenköder in Kombination mit den normalen Coated Boilies Sinn, da sie eine noch höhere Attraktivität haben durch die fressstimulierenden Substanzen, welche hier aber nicht verwendet werden dürfen aus rechtlichen Gründen. Aber zumindest die Ummantelung ist jetzt wirklich richtig schön dick und fest, löst sich im Wasser nicht sofort auf, sondern bringt über einen längeren Zeitraum Attraktivität an den Spot. Also perfekt für jeden, der im Grunde genommen Platz aktivieren will, der eine höhere Attraktivität auf dem Spot haben will. Also die Bait Powder können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Probiert sie mal aus. Wir wünschen euch viel Spaß und vor allem viel Erfolg damit.